Hallo, liebe Meerwasserfreunde, willkommen zurück in Hamburg und heute ein völlig anderer Blick. Nein, das ist nicht mein Becken und nein, ich habe das Hobby nicht aufgegeben. Kurze Erklärung: Ein Kollege hatte mich gebeten, ihm mal zu zeigen, wie ich Phytoplankton ansetze. Und ich mache das wirklich ganz, ganz einfach und wollte euch das tatsächlich mal ganz kurz zeigen. Ich habe mir hier ein ganz billiges Fertig-Aquarium gekauft. Witzigerweise ist hier oben schon so eine kleine LED-Leiste drin. Was ich besonders witzig finde, sieht man das? Dieses Becken heißt Cyano. Witzig. Also es soll natürlich gegen Cyanobakterien helfen. Ja, was brauche ich noch? Ich habe mir so eine kleine No-Name-Luftpumpe gekauft und da wird quasi der Sprudelstein in das Becken reingelegt, sobald der Phytoansatz ja im Becken ist. Was braucht man noch? Ich habe hier zum einen also frisches Meerwasser angesetzt. Ich nehme da 5 Liter, weil ich auch 5 Liter des fertigen Phytoplanktons ansetze, also Verhältnis 1 zu 1. Das kann man aber mixen, wie man möchte. Ganz wichtig ist Phytodünger. Ich habe jetzt hier beliebiges Produkt genommen, welches man dann nimmt, ist vollkommen egal. Ich glaube zumindest, dass die alle ganz, ganz gut sind und dass es da gar nicht so einen großen Unterschied gibt. Also alles in allem ist es so, dass ich quasi ja, 5 Liter Phyto nehme, 5 Liter frisches Meerwasser ansetze und reintue, ist ganz wichtig. Nicht aus dem Becken nehmen. Wenn man es aus dem Becken nimmt, hat man sehr wahrscheinlich oder mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Zooplankton drin und dann kippt das Ganze. Also dann erreicht man nicht das, was man eigentlich erreichen möchte. Also immer frisches Wasser ansetzen. Von diesem Dünger, den ich hier verwende, soll man dann 10 Milliliter je aufgegossenen Liter frischen Meerwasser nehmen. So, jetzt seht ihr hier noch so ein paar Teststreifen daneben. Kann man auch was ganz Günstiges nehmen. Ich habe das aus der Süßwasser-Aquaristik genommen. Es ist ja so, dass wenn man Phyto neu ansetzt, ohne Dünger natürlich überhaupt nichts geht, weil Phyto in totes Wasser rein bringt nichts. Das heißt, die brauchen Dünger. In dem Dünger sind natürlich Nitrate und Phosphate. Und diese Nitrate und Phosphate sind am Anfang also extrem hoch. Die werden ja erst mit dem Wachstum des neuen Phytoplankton aufgebraucht. Und man sollte dann schon beobachten, wie sich diese Werte verhalten. Sonst könnt ihr also einen Riesenschaden im Becken anrichten. Ehrlich gesagt vermute ich, dass ich das in meinem gemacht habe, weil ja, meine Phosphatwerte neulich wirklich von 0,025 auf 0,5 hochgeschossen sind. Und ja, ich aber den Zielwert von 0,05 anstrebe. Okay, also ich werde das jetzt mal machen. Quasi Phyto rein, frisches Meerwasser in dieses Becken kippen, Luftpumpe rein, Sprudelstein rein, Licht an. Licht ist nicht ganz so wichtig, also sollte natürlich hell stehen. Ich habe hier den Vorteil, dass in diesem Zweitbad von uns quasi an der Rückseite Tageslicht reinkommt. Die LED-Leiste lasse ich 22 Stunden am Tag brennen und 2 Stunden am Tag lasse ich die aus. Und dann sollte man eigentlich ein ganz gutes Ergebnis bekommen. Zeige ich euch gleich. Und so sieht das dann aus, wenn es angemixt ist. Also wie gesagt, ich mache das einfach mal im Verhältnis 1 zu 1. Ich habe jetzt ungefähr ein bisschen mehr als 4 Liter frisch angesetztes Meerwasser, wie gesagt, ganz wichtig, genommen und habe hier von dem Dünger, für den ich mich entschieden habe, gemäß der Anleitung, also 10 Milliliter und zwar je frisch angesetzten Meerwasser hinzugegeben. Ich habe also Salz und den Dünger schon hier im Wasser, also im frischen Meerwasser vermischt, dann ist das ganz gut gelöst und man kriegt das ganz gut rein. So, das Becken sieht jetzt so aus. Also ich habe den Schlauch hier hinten durchgeführt. Hier hinten seht ihr diese
wirklich sehr günstige No-Name-Pumpe, nur nicht so viel Geld ausgeben, bringt überhaupt nichts. Hier unten habe ich ja dann noch Strom und eine Zeitschaltuhr. Und dann zeige ich euch das gleich, wie das aussieht, wenn es drin ist. Ja, liebe Kollegen, und das war's schon. Da ist der Phyto-Ansatz, alles gut. Wie gesagt, Zeitschaltuhr, 22 Stunden Licht, 2 Stunden Dunkel. Die Pumpe läuft natürlich die ganze Zeit und hier könnt ihr auch erkennen, warum ich das Becken nicht voll mache. Natürlich sind durch diese feinen Luftblasen entstehen dann Spritzer und die Spritzer, die versauen mir ehrlich gesagt dann immer hier den Deckel von innen. Ich bin schlichtweg zu faul, den permanent zu putzen oder eben auch diesen LED-Streifen zu putzen. Also aus dem Grund ist es einmal sinnvoller, weniger reinzumachen, aber es ist schlichtweg auch eine Frage des Verbrauches. So, that's it. Wie gesagt, sollte also nicht sofort verwenden, auf gar keinen Fall. Ihr zerstört euch das Becken. Dazu habe ich eben hier den Nitrattest. Nitrat ist nicht ganz so wild, aber das Phosphat, was da drin sein kann, es steht auf diesem Dünger zum Beispiel steht es nicht drauf. Das finde ich nicht so gut. Aber Nitrat und Phosphat, ja. Da gibt es ja immer irgendwo einen biologischen Zusammenhang, wie die sich entwickeln. Und ich mache das einfach so, dass ich Nitrat messe. Und wenn das da, also einfach wirklich mit so einem Teststreifen aus der Süßwasseraquaristik. Und wenn das nach unten geht, dürfte eigentlich das Phosphat auch nach unten gehen. Und dann kann geerntet werden. So. Und wenn ich dann ernte, dann pumpe ich das ab, packe das in so einen 5 oder hier sind es halt 10 Liter Kanister rein. Das kann ich dann in den Kühlschrank stellen. Im Kühlschrank hält sich das so 10, 12 Wochen, ist überhaupt gar kein Problem. Und dann gucke ich mal, wie es meinen Alten geht. So viel zu Phyto. Danke euch. Ciao, ciao.